Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders. Und Steffi, vielen Dank. Steffi hat natürlich recht. Es ist eines der besten Panels. Ja, also von daher hat sie alles richtig gemacht. Ja, ihr habt die Namen schon gesehen. Ich freue mich ganz besonders. Wir haben hier für das Panel Guide to Brand Safety und Brand Suitability haben wir viele Experten. Und das ist auf der einen Seite, wir haben sie einmal schon gesehen, Danny Wilming von Burger King, Matthias Lindner, Pernod Ricard, Helge Krüger-Tietz, den Philipp Seuss von Rotkäppchen Mumm, Patrick Stolze von Integral Ad Science. Ein Platz ist leer hier an meiner Seite und das ist der Thomas von TikTok, der ist erkrankt, lässt sich ganz herzlich entschuldigen. Wir senden natürlich viele Genesungswünsche in Richtung seiner Bettstätte und hoffen, dass es ihm bald besser geht und werden deshalb das zu sechst hier bestreiten, aber ich bin sicher, wir kriegen das trotzdem gut hin. Ganz wichtig ist eure Mitarbeit und ihr habt das gesehen, wir haben eben den QR-Code da gehabt, den brauchen wir nicht nur für eure Fragen, die ihr an uns habt, sondern ich habe mir gedacht, eine Frage an euch und zwar heißt sie, sehen wir sie gleich, die muss ich hier nämlich aktivieren. Oh, ihr seid echt super fleißig, einige haben schon angefangen. Ihr seht also bei Slido die Frage, wer ist nach deiner Einschätzung in erster Linie für die Brand Safety von Werbekampagnen verantwortlich? Und das ist von den Auswahlmöglichkeiten entweder der Werbetreibende, die Marke, das Brand. Zweites ist die Frage, die DSPs. Drittens die Mediaagentur. Vierter die SSP oder die Exchange. Fünfter der Publisher. Oder als sechste Wahl, wenn ihr noch ein Sonstiges habt, dann Sonstiges. Aber ansonsten gehen wir davon aus, eine der fünf Werbetreibende, DSP, Mediaagentur, SSP / Ad Network oder der Publisher und sechs Sonstiges. Ich finde das super spannend, denn ich habe in der Vorbereitung zu dem Panel gemerkt, da gab es zuletzt 2017 mal eine Umfrage in ähnlicher Gestalt von E-Marketer, aber seit sechs Jahren keine aktuellen Daten. Von daher interessiert uns das brennend, wie ihr das seht. Ich komme mal zu dir hier direkt. Dann habe ich hier keinen leeren Platz. Also würde mich freuen, wenn ihr anfangt und die ersten Antworten purzeln hier rein. Ich werde das nachher nochmal entsprechend auch erzählen, wie ihr das gesehen habt. Aber ich möchte erstmal euch fünf fragen. Wer ist nach eurer Meinung der Hauptverantwortliche für Brand Safety? Und ich fange mal mit dir an. Was glaubst du, Brand Safety, ist das Publisher bis hin zu Mediaagentur? Wer ist der Hauptverantwortliche? Ja, ich würde tatsächlich sagen, das ist so ein großes und wichtiges Thema, dass ich da keine einzelne Partei in der vollen Verantwortung sehen würde, sondern logischerweise ist das ein Thema, was die ganze Branche angeht und sämtliche Beteiligten, die halt dran beteiligt sind, logischerweise. Nichtsdestotrotz würde ich da einen Schwerpunkt sehen, tatsächlich auf der Supply Side, also in Richtung DSP und Publisher, weil es eben auch viel mit Kontrolle zu tun hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man treffen kann, organisatorischer Natur, aber eben auch technischer Natur, wie wir auch, glaube ich, nachher noch im Detail besprechen werden. Und dementsprechend würde ich da ganz klar zur Supply Side tendieren. Okay, Supply Side. Matthias, deine Meinung? Ich kann mich Helge eigentlich nur anschließen. Also ich finde auch, jeder sollte in seinen Möglichkeiten draufschauen, dass alles wirklich safe ist. Die Supply Side hat natürlich mehr Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, als wir als Advertiser. Nichtsdestotrotz achten wir im Team, wenn wir eben mit IAS zusammenarbeiten, drauf, dass im Tool alles sauber ist, dass alles ja, safe abläuft während der Kampagnen. Genau. Okay. Einmal weiter. Ich kann mich da auch nur anschließen, aber ich sage halt auch, es ist so, dass das Problem ja eigentlich ist, warum muss ich als Werbetreibender überhaupt Geld dafür zahlen, um das zu messen? Ja? Deswegen sage ich ganz klar, die Supply-Side hat es zu checken. Mhm. Die ist dafür verantwortlich, weil wir immer vermeintlich Premium-Content angeboten bekommen. Und dann frage ich mich, warum muss ich mich hinterklemmen und einen Aufschlag, einen TKP-Aufschlag zahlen, um das Ganze measuren zu können und nachher wieder auszuschließen. Das ist eine wichtige Frage, da kommen wir nachher noch drauf. Und Patrick, was meinst du?
Ja, ich glaube, fast langweilig, so homogen die Antworten hier wieder. Aber ich würde mich anschließen. Also es kann wirklich nur ein Zusammenspiel aller Beteiligten sein. Das ist sowohl die Agentur, der Werbetreibende als der Publisher in der Pflicht. Also gerade, ja, auch auf der Sell-Side sicherlich. Aber ich als Werbetreibender muss mich auch intensiv damit auseinandersetzen. Was bedeutet Safety und vor allen Dingen eben auch die Suitability für mich? Und deswegen kann es aus meiner Perspektive nur das Zusammenspiel aller Marktteilnehmer sein. Mhm. Last but not least. Ganz langweilig finde ich auch. So. Letztendlich kann es auch nur so funktionieren. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Als Markenverantwortlicher fühle ich mich am Ende des Tages dafür verantwortlich, dass die Marke gut platziert ist und dass sie safe, aber auch suitable einfach platziert ist. Bin aber im Zweifelsfall gar nicht derjenige, der in jedem Detail drin ist. Einiges bei uns ist outgesourced, bei anderen sind wir sehr, sehr nah dran. Hofft dann natürlich, dass jeder auf einer bestimmten Art und Weise intrinsisch motiviert ist, das Ganze zu checken, das Ganze zu kontrollieren und auch in einem Report einfach dann zu haben und zu sehen, um das sicherzustellen. Also letzten Endes ganz, ganz viele Hände, aber klar, verantwortlich fühle ich mich als Markenverantwortlicher am Ende des Tages natürlich schon. So. Ja. Klasse, herzlichen Dank. Für alle, die später gekommen sind, ich habe eine Eingangsfrage gestellt. Wer ist nach eurer Meinung der Hauptverantwortliche für Brand Safety? Ist das eben, seht ihr bei Slido, von der Agentur bis hin zum Publisher? Würde mich freuen, wenn ihr im Verlaufe unseres Panels weiter kräftig antwortet. Ich lasse das hier offen und dann gucken wir uns das am Ende an. Und natürlich auch, wie Steffi schon gesagt hat, gerne Fragen stellen. Wir werden das auf jeden Fall aufnehmen. Denn es fehlt ja ein Diskutant, von daher gehe ich davon aus, das Publikum ist der sechste Mann oder die sechste Frau. Hilft ja auch immer, wenn man sich bei, wenn wir, nicht, dass es so gleich und warm gespült ist hier für uns Sechse, dass man sich nochmal eine Hypothese oder eine These greift für so ein Thema. Und ich persönlich, wenn ich rückblicke, Brand Safety gibt es schon so lange. Und das ganze Thema Brand Suitability ist eher jetzt gekommen, auch durch Contextual. Also meine These wäre, klar, es ist immer wichtig, aber Brand Safety ist gelernt. Wir haben die Tools, da ist IAS natürlich ein ganz wichtiger Partner. Das ist also etwas, das ist ein Given und wir müssen uns viel mehr um Brand Suitability Gedanken machen, denn das ist noch viel neuer und das haben wir operativ auch noch nicht so aufgenommen und eingearbeitet in die Abläufe. Heike, würdest du meinen, das ist richtig oder ist das eine falsche Kontrovers? Ich würde prinzipiell dir da, glaube ich, in großen Teilen zustimmen. Ich würde aber sagen, nur weil es gelernt ist und nur weil es, wie wir so gerne sagen, ein Table Stake ist, also etwas, was du voraussetzt, gerade auch als Werbetreibender, ist es nicht weniger wichtig, sondern ganz im Gegenteil. Es ist, glaube ich, etwas, obwohl es gelernt ist, obwohl vielleicht auch nicht allzu viel Innovation in mancher Hinsicht auf dem Thema stattfindet, muss man sich trotzdem intensiv damit auseinandersetzen und sollte auch als Werbetreibender wissen, worauf man setzt, im Sinne seiner Supplier, im Sinne der technischen Möglichkeiten. Und ja. Möchte noch jemand auf die These eingehen? Also, seid ihr der Meinung, ich habe recht oder das ist Unsinn? Also, Brand Safety ist noch längst nicht, wie gesagt, es ist zwar wichtig, aber es fehlen auch noch ganz wesentliche Elemente. Da kann man noch längst nicht zur Tagesordnung übergehen. Ich würde mal sagen, man ist vor allen Dingen nie fertig. So, egal in welchem Bereich. Ja. Ne? Also das ist irgendwie so der Punkt. So einerseits, klar, man hat seine Parameter, in denen man sich bewegt und sicherstellen möchte, dass die Marke dort platziert ist, wo es einerseits hinpasst. Gleichzeitig kann man sich natürlich auch nicht zu gemütlich machen. Ich sag mal, gerade wir als Marke, wir versuchen natürlich immer so ein bisschen auch dagegen zu sein, hier und da ein bisschen mit einem ordentlichen Augenzwinkern nochmal dabei zu sein, nah auch dran zu sein an Trends und da auch immer abzuwägen, gemeinsam mit den Partnern zusammen. Ist das gerade sicher, da unterwegs zu sein? Vielleicht nicht. Mhm. Vielleicht möchte ich es gerade genau deswegen. Natürlich ganz nah da am Ball bleiben und mehr oder weniger tagesaktuell ja zu gucken, wo sind wir da gerade? Wo stehen wir gerade? Wollen wir irgendwo anders hin? Und entwickelt sich da gerade irgendwas draußen, wo wir einfach am Ball sein wollen? So. Und das ist unglaublich dynamisch. Ja. Patrick, ihr liefert das Handwerkszeug. Natürlich seid ihr groß geworden über Ad-Fraud, aber Brand Safety in der Zwischenzeit auch ein ganz wichtiges Element. Woran arbeitet ihr aktuell? Was sind Themen, die euch umtreiben, um auf diese nächste Stufe zu kommen? Genau, also ich glaube, gerade jetzt explizit mit Blick auf die Brand Suitability sind so zwei Kernbereiche. Eins, was vielleicht schon greifbarer ist und auch letztes Jahr viel besprochen wurde, aber so das Thema Kontext- und Sentiment-Analyse ist, glaube ich, eins der elementaren so.
Und um jetzt nicht das x-te Mal irgendwie Corona oder Ukraine als Beispiel zu nehmen, aber ich als Hamburger dürfte eigentlich nicht so vom Fußball reden, aber Werder Bremen-Fan bekennen, von daher geht das schon. Vielleicht gucken wir so Richtung WM Katar letztes Jahr, ja. Genau so ein Thema, das ich schauen muss, so, was mache ich damit? Entweder ich schließe das Thema komplett aus, ist das richtig? Ich würde jetzt mal so Richtung Werbetreibende schauen, grundsätzlich im Fußballumfeld zu sein, kann schon spannend sein. Zeitgleich aber Arbeitsbedingungen in dem Umfeld wahrscheinlich sicherlich nichts, wo ich meine Marke sehen möchte. So, und deswegen sehen wir schon in der Weiterentwicklung und Verbreitung auch dieses Thema Kontext und aber vor allen Dingen auch die Sentiment-Analyse, also wie ist die Tonalität, eins der gravierenden Themen, was gar nicht so Zukunft ist, sondern was wir einfach lernen müssen zum Thema Table Stakes, ja, die vielleicht weiterzuentwickeln und zu sagen, da gehört halt nicht nur Messer und Gabel zu, sondern der Löffel gehört irgendwie auch noch dazu, den ich berücksichtigen sollte. So, das eine. Zweite große Feld, und das ist sicherlich eher Blick in die Zukunft, aber viel schauen wir uns halt das geschriebene Wort an, ja, und irgendwie Metadatenanalysen, die dazukommen. Aber ich glaube, so das Thema, wie kann ich auch Audio- und Bewegtbildspuren analysieren und da Kontext auslesen und somit das nutzen, um eben meine Marke safe zu halten, das ist so das zweite bewegende Feld, denke ich. Mhm. Ist das an die drei Advertiser-Vertreter gerichtet? Etwas, was auch schon von euch aktiv genutzt wird, also wenn wir über also Text, ich weiß nicht, häufiger, aber auch Video- oder Audioanalysen bei den Kampagnen, nutzt ihr das schon? Also wir nutzen das nicht so aktiv, es ist aber natürlich ein wichtiges Thema. Wir gehen eher noch, ich nenne es mal den klassischen Weg, über Allowlists oder Blocklists und versuchen so den Content eben zu finden, bei dem wir werben möchten. Ja, geht uns ähnlich. Also gerade diese kontextuelle Analyse von Videos ist jetzt, solange das gut funktioniert, kann das ein gutes Werkzeug sein. Thema Blocklisten, ich glaube, da fängt bei jedem von uns erstmal an. Ja, das ist ja auch ein Handwerkszeug, was jeder auch hat, ohne dass er einen Dienstleister wie IAS oder sowas einsetzen muss. Und ich glaube, wenn da keiner anfängt, hat man grundsätzlich schon mal ein Problem. Und das geht dann letztendlich weiter. Und wenn man über Brand Suitability spricht, dann ist es nochmal ein ganz anderes Thema. Und da muss man dann halt genauer hinschauen, vielleicht auch mit dem Publisher zusammen hinschauen. Man schließt ja auch Deals ab, ja, und da kann man sich auch schon mal vorher aussuchen, wo man eigentlich laufen. Vielleicht gewisse Themenfelder auch ausschließen, die einfach irrelevant sind. Und da kann auch ein Publisher auch gerne selbst mal Vorschläge machen, ne? Weil man kriegt auch immer sehr viel einfach so blind Sidelists um die Ohren geschmissen. Und das sind ellenlange Excel-Listen, die man durchscrollen muss. Und da wird man auch nicht fertig, wenn man mehrere Publisher anschließen möchte. Ja, und wir haben ja, das ist ganz interessant, wenn man sich die Advertiser ansieht. Wir haben Ernährung oder Nahrungsmittel mit Burger King. Wir haben zweimal Alkohol und Beverages. Das sind ja auch besondere Themen. Also das eine ist, man kann ein Brand-Safety-Umfeld haben, aber es ist noch viel relevanter für euch, dass ihr in bestimmten auch inhaltlichen Umfeldern dann nicht auftauchen wollt oder dürft sogar. Ne? Genau, also ich finde, wir haben am Anfang gesagt, dass alle so ein bisschen dafür verantwortlich sind, dass die Brand safe ist, aber genau das, dieses Zusammenspiel, ermöglicht uns halt auch super effiziente Kampagnen auszuspielen. Also wir arbeiten mit Teeth sehr lange zusammen, wir arbeiten mit IAS sehr lange zusammen und die arbeiten auch miteinander und dadurch ist es eben möglich, ich sag mal, die Kampagnen über einen längeren Zeitraum so anzupassen, dass der Content auch beim Publisher schon gelernt ist, indem wir unterwegs sein wollen. Und dadurch, durch diese lange Kooperation, bekommen wir halt auch viel mehr qualitativen Content, der zu uns passt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man gemeinsam irgendwie da drauf guckt und das gemeinsam optimiert. Wir als Spirituose achten natürlich selber auch nochmal ganz, ganz stark darauf, nicht in gewissen Umfeldern zu laufen. Natürlich Minderjährige, absolutes Tabu. Deswegen schade, dass der TikTok-Kollege nicht da ist. Das hätte ich gerne mal mit ihm diskutiert. Ja. Oder auch Sportumfelder. Also Katar wäre für uns sowieso nicht gegangen, weil Fußball und Sport und Spirituose finden wir, sollte man nicht unbedingt gemeinsam zusammenbringen. Und das weiß aber zum Beispiel ein Tietz und deswegen bekommen wir diese Umfelder gar nicht mehr angeboten. Mhm, ja. Rotkäppchen Mumm, wie sieht es da aus?
am Ende ist auch Sekt Alkohol. Wir müssen auch darauf achten, dass das Umfeld passt, dass man nicht mit Alkoholmissbrauchsartikeln oder was auch immer in die Richtung, dass man dort ausgeliefert wird. Und demnach kann ich mich dem auch nur anschließen. Wir setzen beispielsweise keine Kampagnen auf, die an Kinder gerichtet sind. Aus einer bestimmten Selbstüberzeugung auf, da gibt es auch gesetzliche Rahmenbedingungen, selbstverständlich. Aber auch aus Selbstüberzeugung tun wir das nicht. Deswegen gibt es auch da Umfelder, wo wir ganz bewusst nicht stattfinden wollen. Gleichzeitig ist es bei uns so, dass wir da von den Produktsegmenten sehr, sehr divers sind. Das heißt, wir reden eben über Produkte, die zwar an Kinder gehen, aber die wir nicht an Kinder bewerben wollen. Es geht um den Bereich Plant-Based. Es geht um den Bereich pflanzlich basierte Ernährung. Es geht aber auch um Premium-Kunden. Es geht aber auch um, ich sag mal, Preiskommunikation. Also ganz, ganz divers, wo will ich stattfinden, wo will ich sein. In diesem ganzen Kontext, den Gedanken, den ich nochmal gerne reinbringen würde, ist der Bereich der Haltung. So. Und da sind wir ja ganz schnell dabei, was haben Marken auch für ein Selbstverständnis? Was tragen wir hinaus? Ich meine, als Burger King, wir sind eine sehr, sehr demokratische Marke. Wir finden eigentlich überall statt, irgendwie in allen gesellschaftlichen Schichten, sind und wollen wir vertreten sein. Und das heißt, das Thema der Relevanz ist einfach da. Was wollen wir als Marke ausstrahlen und welche Haltung haben wir gegenüber Themen? Auch wenn jetzt Fußball in einem Land stattfindet, wo es vielleicht doch nicht stattfinden sollte in dem Rahmen, wie stehen wir dazu? Und wie wollen wir uns dazu äußern und wo wollen wir uns in welchen Kanälen dazu äußern? Und das hat was mit Vertrauen zu tun, entlang dieser ganzen Kommunikationskette, die wir auch gemeinsam haben. Es hat was mit Erfahrungswerten zu tun. Und das hat letzten Endes was mit einer Haltung einfach der Marke zu tun, wie man draußen wieder heilen möchte. Und das ist, glaube ich, ein Gesamtspiel, was unglaublich komplex ist, was im Zweifelsfall tagesaktuell ist und wo man hier und da vielleicht auch mal sagen muss, Pause, das müssen wir uns nochmal anders angucken und einfach nochmal testen. Ja. So. Darauf einhakend und schon mal ein herzliches Dankeschön an euch und die Aussage an Jochen Kalker, es funktioniert tatsächlich, der hatte ja vorher ein bisschen Probleme, aber ich habe ein interaktiveres Publikum hier. Wir haben schon einige super spannende Fragen und eine geht in die Richtung, sollte man dann nicht, und vielleicht macht ihr das auch schon, von vornherein das ganze Thema Suitability als Teil der Mediaplanung mit haben, genauso wie Laufzeit, Capping, Budget, dass dort genau diese Maßgaben mit an die Agentur gesandt werden. Ist das von euch etwas, was ihr schon so mit einbringt? Klar, ist Teil davon, auf jeden Fall. Ja. Bei uns ebenfalls. Also wenn wir briefen, dann ganz klar, wer die Zielgruppe ist, wo wir laufen wollen. Ja. Dann kommt ja immer eine Frage, ist nicht von euch, aber wenn man das so genau macht, es fängt an mit Brand Safety und dann Suitability und einmal stellt man fest durch Block und Allowlist, oh, das ist aber jetzt vom Inventar und verfügbare Kapazitäten und Reichweiten geht schon stark in die Knie. Ist das etwas, wo sagt, ja, das stimmt, oder sagt der Tiz-Vertreter, wir haben genug, kein Problem? Ja. Soll ich direkt mal den Ball aufnehmen? Da waren so viele Bälle unterwegs. Das ist ja, genau. Ihr müsst da reingrätschen, weil wir haben hier viele Themen. Ja, die Uhr ist auch ist sehr fußballlastig, muss ich sagen. Wir haben doch keine Zeit. Ja. Genau, also zu deiner Frage. Ja, das Thema Reichweite ist logischerweise bei sehr, sehr vielen Themen in diesem Bereich im Spannungsfeld vertreten, logischerweise. Je mehr Umfelder, je mehr Keywords, je mehr Sitelists im Sinne von negativen Sitelists ich einsetze, desto weniger Reichweite logischerweise habe ich. Wir haben den großen Vorteil als Tiz, dass wir eine sehr, sehr hohe Reichweite haben, nicht nur im deutschen Markt, sondern wirklich international. Das heißt, wir können da auch sehr individuelle, teilweise auch recht restriktive Sachen durchaus gut darstellen. Aber eine Sache, die sowohl Philipp als auch Danny als auch Matthias, wir sind ja so homogen unterwegs, jetzt glaube ich alle drei genannt, gesagt haben, ist, dass auch immer eine gewisse, ich möchte mal sagen, Beratungsleistung geleistet werden kann, wenn es darum geht, eben Keywordlisten oder Sitelisten zu definieren. Weil manchmal ist es so, dass nicht alles, was vielleicht gelernt ist und von Kunden in bestimmten Märkten auch so eingesetzt wird,
wirklich in jedem Markt sinnvoll ist. Und alleine, dass man mal zusammen über diese Listen zum Beispiel mal drüber schaut und sagt, okay, muss das wirklich hier auf der Blocklist stehen? Oder gibt es da vielleicht Faktoren, die einfach dafür sprechen, das auch in diesem, bei diesem Publisher zum Beispiel zu laufen? Allein das hilft uns logischerweise auch bei der Reichweite. Das heißt, da gibt es auch immer Hebel, das noch zu optimieren. Okay. Ich glaube, wenn ich da Helge kurz mit reingrätschen, ja, bleiben wir dabei, kann das ja, glaube ich, genauso ein Thema und ohne jetzt an die erste eingehende Frage beeinflussen zu wollen, aber ich glaube, da nämlich genauso vorhin vergessen, aber uns als Gattung Messdienstleister mit in die Pflicht, ja, diese Beratungsleistung, glaube ich, genauso ergänzen mit den Werbetreibenden, mit den Mediaagenturen, genauso in der Kommunikation mit den Vermarktern steuern zu können, um dann eben weiterzuentwickeln. Das ist ein bisschen der Punkt, den ich vorhin meinte, ja, also Sentiment, Emotion-Analyse, die wir auch als treibendes Thema sehen, weil ja, ich habe dieses Spannungsfeld, muss ich leider doch aufgreifen, Corona-Beispiel, habe ich vielleicht am Anfang relativ restriktiv mit umgehen müssen, kam sicherlich der Zeitpunkt Öffnung der Schulen etc., wo es eben Umfelder sind, die ich gerade, wenn ich in sehr qualitativ hochwertigen Medien mit großem Newsanteil laufen möchte, eben nicht ganzheitlich ausschließen kann. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Daraufhin an euch beide, nämlich die Frage, führt das nicht sogar dazu, dass Publisher mit einem hohen Newsanteil, aber vielleicht auch generell, eine zukünftig ganz andere Berichterstattung haben, die viel positiver ist, damit sie am Ende nicht durch ein Raster fällt, weil sie ansonsten nicht mehr brand suitable wären. Also stellt man das fest oder gibt es eine gewisse Tendenz, eine Gefahr in diese Richtung? Das finde ich interessant. Ich glaube, das wäre auch interessant gewesen für den Publisher Summit, diese Frage zu beantworten. Ich würde sagen, diese Tendenz sehen wir so noch nicht. In der Theorie kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht so eine Dynamik geben könnte. Ich denke aber, dass die meisten Publisher, News-Publisher, auch vor allen Dingen die, mit denen wir zusammenarbeiten, da so unabhängig aufgestellt sind, dass sie wirklich ihren journalistischen Inhalt losgelöst sehen von der Werbung, die dort vor allen Dingen auch auf den Startseiten monetarisiert werden soll. Deshalb würde ich da erstmal sagen, ist die Tendenz wahrscheinlich eher zu vernachlässigen aktuell. Mhm. Würdet ihr, Danny, bei eurer Kampagnenplanung sagen, oh, das ist, wenn es positiv ist, ist es besser, weil es besser zurückstrahlt auf die Marke? Ist das etwas, was unterschwellig da mit dabei ist? Kann man, glaube ich, so generisch gar nicht beantworten. So, also auch da nochmal ganz, ganz speziell, über was für eine Art von Kampagne sprechen wir. Geht's um eine Trendaktivierung, die man macht? Geht's um Corporate oder in welchem Bereich geht es da? Ich glaube einfach, da ist wirklich das Wichtigste, auch da nochmal einfach den Austausch zu haben, um da dran zu bleiben. Wir haben unglaublich viele Learnings in dem Bereich, auch einfach, weil wir intensiv damit arbeiten und am Ende des Tages gibt es dann doch durchaus eine Lernkurve mit dem Austausch, den man hat, zu sagen, lass das doch lieber so machen. Und wir sind da aber auch die Ersten als Marke, die sagen, cool, testen wir. Ja. Also einfach mal schauen, was passiert. Wenn wir wissen, dass im Nachgang natürlich das Reporting kommt und wir wissen, wir können das Ganze kontrollieren und dementsprechend noch nachhalten. Es gibt eine Frage und ich hoffe, ich gebe sie richtig wieder, sonst gerne nochmal aufzeigen und auch selber reinrufen. Ist dann nämlich dazu die Frage, die anschließende TKP-Diskussion. Also man sagt, ein Advertiser zahlt gar nicht mehr nur für Brand Safety, sondern am Ende zahlt er einen höheren TKP nur dann, wenn auch die Brand Suitability gewährleistet ist. Also wäre dann Brand Safety alleine ist wirklich nur die Pflicht und die Kür muss mit dabei sein mit Brand Suitability, dass dann hinterher ein Schuh daraus wird. Also würde das, wenn wir auf eine TKP-Diskussion gehen, wäre das tatsächlich eine zwingende Notwendigkeit, höherer TKP nur, wenn auch Suitability da ist? Habe ich das richtig wiedergegeben? Irgendjemand hatte die Frage gestellt. Vielen Dank dafür. Ja. Kann ich so auch gar nicht kategorisch Ja oder Nein sagen, muss ich gestehen. Also es da muss nicht. Matthias das beantworten. Ich wollte sagen, kannst du es Ja oder Nein beantworten? Ich kann es nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich finde aber, wenn wir als Advertiser, wir bewerben aktiv über 10 Marken. Und uns ist eben wichtig, dass diese 10 Marken in einem guten Umfeld dargestellt werden und dass die safe sind und dass die auch, dass das Umfeld passt, suitable ist. Dann bin ich dazu bereit, einen Aufschlag zu bezahlen. Wie weit ich dann ins Micromanagement nachher runter will
um zu gucken, hat denn diese Impression wirklich bei dem Artikel Sinn gemacht oder nicht, da muss ich mir dann schon hinten raus die Frage stellen, wie viel Zeit habe ich denn, um das wirklich nachzuhalten. Und da muss man dann auch, glaube ich, den Kollegen wie jetzt bei IIS einfach vertrauen, dass das funktioniert. Und wir sehen ja bei unseren Kampagnen, dass das gut funktioniert. Und deswegen bin ich auch bereit, einen geringen TKP-Aufschlag zu zahlen. Aber das Problem kommt ja eigentlich vom Publisher, ne? Also das Brand-Safety-Problem. Brand Suitability, ich glaube, das muss eine Brand für sich entscheiden, was suitable oder nicht ist. Genau. Also das kann der Publisher ja nicht entscheiden. Richtig. Bei Safety sehe ich sehr weiterhin, da ist der Publisher in der Verantwortung. Warum muss denn überhaupt jeder Artikel beworben werden? Warum muss denn jeder Ad-Slot überhaupt verkauft werden? Weil wenn das nicht so wäre, bräuchte ich ja vielleicht keine Technologie, um das nachher zu blocken oder zu identifizieren. Ja? Also warum wird sowas nicht kategorisch auch einfach ausgeschlossen, wenn du irgendwie wirklich manchmal bringt, also hat der Publisher vielleicht keine andere Wahl, Bad News zu bringen, wenn irgendwas schlecht ist, dass es dann aber einfach gar nicht beworben wird. Helge, magst du darauf antworten? Ja, tatsächlich, ich glaube, da ist die große Herausforderung vor allen Dingen für News-Websites. Weil logischerweise, wie du gerade schon sagst, du kannst die Nachrichten, die so anfallen, nicht beeinflussen. Leider nicht. Soweit sind wir nicht. Und dementsprechend bist du im Prinzip darauf angewiesen, was dir das Leben so bringt in dem Moment. Das ist leider häufig, sind es schlechte Nachrichten. Kategorisch dann sämtliche Ad-Slots zum Beispiel auf News-Seiten auszuschließen, ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, da muss man dann tatsächlich auf technische Lösungen setzen an der Stelle. Dementsprechend, ja, ich glaube, kategorisch ausschließen. Das ist schwierig, weil ihr kein Geld mehr verdient, ja, wenn ihr die ausschließt. Nee. Ja, logischerweise, aber es ist natürlich Teil des Businessmodells auch. Ne? Also irgendwie musst du natürlich auch journalistischen Content refinanzieren. Ne? Wir wissen alle, dass die Bereitschaft zu zahlen für Abos etc. ist gering und dementsprechend bleibt nicht allzu viel. Da gibt es dann zukünftig über ChatGPT auch entsprechende Funktionen, dass man eingibt, der Advertiser hätte gern den und die Konnotation und Semantik innerhalb des Kontextes da und dann wird das vorher noch alles produziert. Ja, aber, wenn wir über Produzieren reden, eine Frage auch aus dem Publikum war, jetzt haben wir bei den ganzen Brand Safety und auch Suitability Lösungen ja alles Post-Bit. Ja, also wir sehen es immer erst dann, wenn der Bit schon da war. Gibt es technologische Lösungen, weiß nicht, ob wir die richtige Besetzung hier im Panel haben, um daran zu arbeiten, dass man das schon vorher entdeckt, bevor tatsächlich dann auch der Groschen oder der Euro gefallen ist? Ja, denke ich, greife ich einmal auf. Ja. Also letztlich alle Modelle, die wir haben, werden natürlich durch die Messung beeinflusst, aber dann in der programmatischen Welt natürlich genauso im Pre-Build-Anwendungsfällen möglich gemacht anzugreifen, um vielleicht auch hier den kranken Kollegen einzugreifen. Ja, also auch bei TikTok in dem Fall auch entsprechende Pre-Build-Möglichkeiten grundsätzlich schon vorhanden sind. Und ich glaube, das ist essentiell. Letztlich muss ich dann schauen, und da sind wir so ein bisschen dann auch sicherlich bei der Preisdiskussion. Ich muss nicht immer alles nutzen. Ich glaube, ich muss safe bleiben. Ich kann aber vielleicht auch ein Produkt haben, was im Zweifel was rausblockt. Im Zweifel habe ich die Ad dann schon gekauft, aber vielleicht ist es für mich kosteffizienter, als die Pre-Bid-Lösung einzusetzen. In diesem Umfeld bewegen wir uns dann aber natürlich in der programmatischen Einkaufsart. Ja. Und ehrlicherweise ist Safety und Suitability ja etwas, was auch für klassische I.O.-Buchungen nicht an Relevanz abnimmt. Hm. Helge, nochmal an euch ein bisschen was über Teats. Ihr habt in den letzten ein, zwei Jahren euch auch ein Stück verändert. Ihr seid viel stärker in Richtung Contextual gegangen und dann natürlich auch als die Möglichkeit, mehr Suitability und Suitability-Lösungen anzubieten. Was habt ihr genau gemacht? Also wie stellt ihr euch auf da? Ich glaube tatsächlich, ohne dich korrigieren zu wollen, das war natürlich komplett richtig, wir waren, glaube ich, immer schon sehr contextual, um es so auszudrücken, weil contextual so ein bisschen Teil unserer DNA ist. Also wenn man sich anguckt, was Teals macht, also Teals ist eine Media-Plattform, die im Prinzip Full-Funnel funktioniert und eine End-to-End-Lösung darstellt. Und wenn man sich unsere Platzierung anschaut, dann sind sie alle ja, in Read innerhalb von Editorial Content, also redaktionellen Inhalten. Und da profitiert jede Anzeige, jede Werbung, die geschaltet ist, automatisch von den Umfeldern. Und das ist genau diese Brücke zu Contextual. Da bietet es sich an, das logischerweise nochmal technologisch zu untermalen durch entsprechendes kontextuelles Targeting, wo wir zum Beispiel auch IAS einsetzen, um das dort darzustellen.
Das ist Punkt 1. Und ich glaube, da sind wir in den letzten Jahren noch verstärkt hintergegangen. Und logischerweise ist es so, dass das Thema Brand Suitability 1:1 ja, mit dem kontextuellen Ansatz einhergeht. Und dementsprechend legen wir da sehr viel Wert drauf. Und genau, das muss ich zum Ende finden, sonst wird das okay. Nämlich noch sehr lange weitergehen. Ihr legt da Wert drauf, gut. wenn man einfach dieses Brand Safety 1:1 nimmt, wenn man mal ganz weit zurückgeht, dann hat man gesagt, früher, am einfachsten ist es ja, wenn ich in Qualitätsumfeldern buche, da habe ich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert. Und je mehr ich in neue Dinge reingehe, besonders in Social-Media-Plattformen, Influencer-Plattformen, jetzt ist Thomas nicht da von TikTok, umso mehr muss ich aufpassen und umso mehr brauche ich Lösungen wie IAS. Ist das immer noch was, auch von eurer Einkaufsseite, wenn es wirklich ganz kritische Kampagnen sind, dann achtet man viel stärker auf den Kanal und der Kanal ist schon mal die Basis für eine Brand-Safety-Absicherung? Ich kann dafür uns sprechen, also ja. Also wir gucken uns da die Kanäle schon einzeln an und vor allen Dingen Social Media ist natürlich was, wenn wir über Community-Generated Content oder auch Entertainment sprechen, dann ist das was, was sich unglaublich schnell bewegt. Da sind wir ganz schnell wieder bei Trends und tagesaktuell, wo, glaube ich, auch ganz viele Marken, du hast gerade schon gesagt, eigentlich wollen wir nicht über Krieg sprechen, aber wenn als der Angriffskrieg startete, da war natürlich die Frage, okay, möchte man in diesen Umfeldern sein? Auf einmal war der ganze Feed bei TikTok nur noch voller Bilder, die eigentlich niemand auf dieser Welt sehen möchte. Und da wird man natürlich vorsichtig und schaut erstmal, was passiert. Das ist sehr, sehr plattformspezifisch, das in jedem Fall. Deswegen gucken wir es uns auch einzeln an. Aber da gibt es für die verschiedenen Plattformen, die ja inzwischen unglaublich anders ticken, wenn wir nur über Social Media reden, gibt es da ja auch nicht die Lösung für alle, sondern da brauchen wir auch den Austausch. Hier ist schon häufiger das Wort Vertrauen auch gefallen. Wir brauchen auch untereinander einfach das Vertrauen, da reinzugehen. Auch mit einem TikTok beispielsweise sind wir da in einem sehr, sehr engen Austausch, einfach weil es eine Plattform ist, wo sehr, sehr viele Trends geboren werden. Wo sehr, sehr viel passiert, wo man als Marke ja auch stattfinden möchte. Also dieses ganze Brand Safety, Brand Suitability, aber als Marke wollen wir da ja auch am Zahn der Zeit einfach bleiben. Und dementsprechend Plattformen sind ein wichtiges Thema in dem Kontext. Ja, also das fand ich wiederum beeindruckend. Jetzt spreche ich mal für Thomas on behalf of TikTok hier, dass er im Vorgespräch gesagt hat, und das war mir gar nicht klar, dass TikTok wiederum Alkoholwerbung gar nicht zulässt. Also das korrigiert mich, aber das heißt hier, Pernod Ricard oder auch Rot Capimum finden da gar nicht statt, weil sie zumindest zum jetzigen Zeitpunkt einfach sicher sehen wollen, dass da nichts durchs Raster fällt. Wir finden da aber auch von unserer Seite aus nicht statt. Ach ja, okay, das würdet ihr nicht tun. Weil wir glauben, dass die Plattform einfach viel, viel, viel zu jung ist. Also viel zu junge Teilnehmer, viel zu junge User. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, wir achten sehr darauf, dass wir eben unsere Werbung nicht an Minderjährige richten und auch Responsible Drinking Messages überall haben. Und das ist uns selber sehr, sehr wichtig. Wir wollen da verantwortungsvoll mit umgehen. Und deswegen haben wir, und zwar weltweit, auch uns dazu entschlossen, nicht auf TikTok zu werben. Okay. Du hattest ja, um nochmal ganz kurz einzuhaken, gerade die Frage gestellt, hauptsächlich an die Advertiser, ob man durch Auswahl von entsprechenden Channels und Publishern vielleicht schon so den Grundstein legen kann für eine gute Brand Safety. Aus unserer Sicht können wir das definitiv. Und das ist das, wo ich auch eben gesagt habe, das ist so ein bisschen in unserer DNA, eben dadurch, dass wir zum Beispiel nur mit wirklich Premium Publishern arbeiten. Das heißt, wir haben einen definierten Vetting-Prozess, wo wir wirklich harte Kriterien anlegen und Kriterien anschauen wie Hate Speech, wie Fake News und so weiter und da schon ganz viele potenzielle Kandidaten gar nicht erst in diese Runde kommen. Und ich glaube, dadurch können wir, ohne dass wir da an der Stelle über technische Lösungen gesprochen haben, einfach schon sehr viele potenzielle Brand Safety Probleme vermeiden, bevor sie überhaupt erst entstehen. Und ich glaube, das ist auch schon ein großer Mehrwert an der Stelle. Aber auf der anderen Seite, ich habe ja lange Zeit auch für einen Anbieter
in der SSP gearbeitet. Du hast natürlich auch trotzdem interessante Zielgruppen. Also wenn du das ganze Thema Mobile Gaming nimmst, super spannend, aber wiederum ganz andere Herausforderungen dann. Nicht nur was Brand Safety, sondern auch Ad Fraud angeht. Also das ist immer so Yin und Yang. Ne? Das hat seine Vorteile. Auf der anderen Seite verbaut man sich vielleicht sogar etwas. Nochmal einen anderen Schlenker. Im Vorgespräch hatten wir auch darüber diskutiert, man arbeitet mit Dienstleistern zusammen, wie IAS und natürlich auch DSPs und anderen. Und dann einige arbeiten aber auch sehr mit eigenen, oder ihr, jetzt gucke ich in Philipp, wiederum, die auch sehr, sehr stark mit eigenen Lösungen arbeiten. Ne? Also du hast gesagt, ihr seid selber mit einer eigenen Infrastruktur, was du aufgebaut hast, seid ihr selber unterwegs. Ich glaube, das war wahrscheinlich ein Missverständnis. Wir haben nur gesagt, wir inhausen die Technologie. Ja. Wir haben jetzt keine eine eigene Brand-Safety-Lösung gebaut, aber einfach damit wir auch die beste Kontrolle über alles haben. Ja? Und nicht auf Reportings von den Agenturen angewiesen sind, sondern wir können direkt reingucken. Das fließt bei uns automatisch in die Dashboards rein. Und das hilft uns einfach auch, schneller reagieren zu können und auch Fehler aufzudecken, die dann passieren einfach. Geht ja auch über ein Geotargeting hinaus, was man alles auswerten kann über Dienstleister wie EAS. Hm. Da bin ich sehr froh, dass Arndt dich falsch verstanden hat im Vorgespräch. Ja. Das war eigentlich für heute geplant, die Ankündigung, dass sie jetzt eine eigene Lösung entwickeln. Ja, aber Arndt, das Thema aufzugreifen, weil ich finde, das ist so ein spannendes Thema zu deiner Eingangsfrage. Ja, wo liegt die Verantwortung? Und das zeigt ja so, Inhousing ist ein Thema, aber Danny, du hast auch so schön ausgebracht, so das damit beschäftigen, wo möchte ich stattfinden als Marco oder wo möchte ich auch nicht stattfinden, was aus meiner Perspektive eben auch diese Grenze zwischen Safety und Suitability deutlich verwischen lässt. So, weil letztlich geht es darum, wo ist es für euch als Marke konform auszuliefern. Und ob es jetzt safe oder suitable ist, ist das andere. Aber die Frage ist ja, wo möchtet ihr stattfinden? Deswegen finde ich die spannende Betrachtung, ehrlicherweise. Ja, auch deshalb, weil wenn wir nochmal wieder zurückblicken, wir haben früher gesagt, oh, jetzt geht es mit Programmatic los und mit Einkauf und Planung und macht das die Mediaagenturen irgendwann überflüssig. Jetzt haben wir keine Mediaagentur hier auf dem Podium. Aber es ist ja genau das Gegenteil passiert. Also es ist nicht passiert, dass so ein Inhousing so weit geht, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dass das alles der Advertiser selber macht, sondern man hat zwar Tools, aber im Wesentlichen braucht man weiter die Partner, denn man ist ja immer noch Advertiser und Werbetreibende und keine Agentur und kein DSP. Also von daher, ja, zusammenarbeiten, aber das hat dann irgendwann auch seine Grenzen. Prima, dann blätter ich nochmal weiter. Guck mal, wir hatten über Kanäle gesprochen. Wir haben auch über schon mal Blog und Allow-Lists gesprochen. Die Frage, wie wir das ganze Thema angehen, Safety and Suitability, ist das eines, was man alleine zu Hause im Keller macht oder macht man das mit Partnern zusammen, also in einem BVDW, in einem OWM, AGOV? Was ist die beste Lösung, um dieses Thema weiter voranzubringen? Also eher Branchenansätze oder ist das nicht notwendig, weil Technologie da ist, das macht jeder für sich alleine? Ich fange direkt mal wieder ganz frech an. Also ich glaube, im stillen Kämmerchen ist selten eine gute Idee. Ich würde sagen, für gewisse Branchenstandards einfach, ja, logischerweise, da macht es Sinn, in Verbänden zusammenzuarbeiten. Und ehrlich gesagt, gerade was das Thema Brand Safety angeht, ist da ja sehr viel schon passiert. Und da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, um ein Grundverständnis, ein gemeinsames zu entwickeln oder entwickelt zu haben, was eine gute Brand Safety ausmacht. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Im Bereich Brand Suitability ist es, glaube ich, viel individueller. Ich glaube, da muss man auch in den individuellen 1-zu-1-Austausch gehen mit den beteiligten Partnern. Das ist ja genau das, was wir auch schon so ein bisschen angeschnitten haben. Und ich denke, da ist es, wie so oft, die Mischung macht's. Mhm. Konsens. Ja. Gerne an euch drei Advertiser. Jetzt ist ja Brand Suitability nicht einfach nur etwas, so ein, was man sowieso macht, sondern das Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist dann eine bessere Kampagnen-Performance. Habt ihr das für euch mal getrackt? Also habt ihr A-B-Tests gemacht, wie sich die Leistung, die Performance der Kampagnen verändert, wenn ihr Brand Suitability stärker einsetzt?
Habt ihr da selber Daten gesammelt in den Firmen? Also wir haben einen Test gemacht, auch mit Tietz, mit Lillet, wo wir ausschließlich kontextuelles Targeting eingesetzt haben, um eben halt die Suitability auch mal so ein bisschen zu testen und gleichzeitig das kontextuelle Targeting zu testen. Und da haben wir gesehen, dass die Benchmarks und KPIs, die wir erreicht haben, schon ein Stück weit besser waren, als hätten wir es nicht gemacht. Also als beim, ich nenne es mal, klassischen programmatischen Einkauf. Ja. Das hatte schon einen positiven Effekt. Positiven Effekt, und da das ja alles irgendwas kostet, heißt auch unterm Strich, es lohnt sich auch, das zu machen, weil es einen potenziellen TKP-Aufschlag auch rechtfertigt. Ja, ich finde, dass so ein Test, den mache ich ja nicht ausschließlich aus finanziellem Interesse. Wir haben heute Morgen gehört, dass die Cookies irgendwann aussterben, und man muss halt vorbereitet sein und wissen, worauf man sich einlässt. Und wenn man das in Zeiten, wo man noch andere Möglichkeiten hat, auch mal ausprobiert, finde ich, ist man gut aufgestellt für das, was da noch kommt. Klar. Und wenn man dann gleichzeitig eine Brand Safety und eine Brand Suitability noch mitnehmen kann in so einem Test, ist das doch eine runde Sache. Und habe ich ja eben auch schon mal gesagt, ich habe so, meine Einstellung ist für Qualität und für was Gutes. Und wenn man dann auch irgendwie sagen kann, ja, das war eine tolle Kampagne, bin ich auch bereit, einen geringen Aufschlag zu bezahlen, weil es mir einfach wichtig ist. Ja. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Also es hat schon gut funktioniert. Einige Fragen von euch aus dem Publikum. Wenn ihr noch Fragen habt, dann müsst ihr euch ranhalten, damit wir sie hier stellen. Ansonsten müsst ihr sie in der Folge dann an die Diskutanten hier stellen. Auf so einer Veranstaltung hat man ja immer auch Wunschzeit. Ja, also die Wunschzeit für euch drei wäre jetzt, euch an IAS und an Tietz hier als Publisher-Vertreter was zu wünschen. Also was wünscht ihr euch, was muss noch passieren, damit für die Werbetreibenden Brand Safety und Suitability besser wird? Ich hatte ja eingangs schon so ein bisschen gesagt, ich glaube, wenn man das Thema Brand Safety einfacher machen würde oder halt entsprechende Inventare vielleicht nicht anbietet, dass ich halt auch auf meiner Seite einfach Geld sparen kann und das nicht in Verifizierung stecken muss. Suitability liegt bei mir, und da brauche ich ein Instrument, und das funktioniert ja auch gut, und da bin ich fein mit. Also wenn du sagst, Suitability funktioniert auch gut und du bist fein damit, dann welches Instrument meinst du dann? Ist ja auch läuft ja auch über die Verifizierung, ja, okay, letztendlich. Oder ich meine, da sprechen wir wieder über Allowlists oder über generelle IAB-Kategorien, die man nutzen kann, oder entsprechende Deals, die ich vorher abspreche. Das liegt ja auch bei mir ganz am Anfang. Und das funktioniert gut. Mhm. Hat noch jemand Wünsche? Ja, ich meine, klar, an Themen wie Kosteneffizienz, Flexibilität arbeiten wir, glaube ich, irgendwie alle gemeinsam. Aber wo im Zweifelsfall noch mehr Luft ist, um sich noch weiter zu entwickeln, ist, glaube ich, beim Thema Kategorisierung von Bewegtbildinhalten. Auch das hatten wir heute schon mal, das haben wir schon mal gehört. Wenn ich da im Bereich von Bewegtbild bei Social Media an Inhalte denke, auch das Thema Gaming, das sind Sachen, wo glaube ich, noch mehr Musik einfach drin ist, und wo wir beim ganzen Thema Bewegtbild, das ja doch immer relevanter wird, überraschenderweise, dass wir da noch ein bisschen was tun können. Da wäre so Contextual Video Advertising schon eine coole Sache, ne, wenn das jetzt so richtig kommt. Ja. Matthias, hast du noch einen Wunsch? Ich kann mich nur anschließen. Also was du sagst gerade, was Bewegtbild angeht, ist ein ganz wichtiges Thema, weil immer mehr Bewegtbild auch einfach abgerufen wird. Und kann ich so mich nur anschließen. Klasse. Dann nochmal von euch beiden, was würdet ihr sehen als Ausblick für die nächsten ein, zwei Jahre, was passiert Brand Safety und Suitability, was habt ihr noch in der Pipeline, du hast schon ein bisschen was gesagt, Patrick, ich glaube Video Contextual, das ist ein Thema, du hast es angedeutet, das ganz groß kommt bei euch. Genau, also du hast gerade schon gesagt, wir klassifizieren das als Multimedia-Klassifizierung, aber letztlich genau das zu sagen, wie schaue ich mich nicht nur geschriebenes Wort, sondern genauso Audio-Bewegbildspuren an, das ist sicherlich was, was immer mehr kommen wird. Alles, was auf dem großen Screen, vielleicht nicht den hier, aber im CTV-Umfeld passiert wird, sicherlich auch eins der Felder. Und sonst aber nochmal eingangs und vielleicht mich der Wunschrunde anzuschließen, einfach
auch Thema Brand Safety, Suitability mehrschichtig zu denken, zu verstehen, was wir auch, glaube ich, alle gehört haben. Es gibt gewisse Bereiche, die sehen vielleicht eher auf der Sell-Side liegend. Einige, wo ich mich als Advertiser einfach noch mehr an die Ownership gehen kann, quasi, um das Thema umzusetzen. Ja. Das ist jetzt meine Chance, den Kollegen nochmal zuzustimmen an der Stelle. Nein, du wolltest mal was dagegen sagen. Das ist eigentlich alles ganz. Das wird schwierig in dieser Runde. Okay. Ich glaube, wir sind uns da alle, sind da sehr auf einer Wellenlänge, was das Thema angeht. Ja. Tatsächlich, was bei uns in der Pipeline ist, das ist genau das, was gerade auch schon angesprochen wurde von Patrick. Das Thema CTV wird definitiv eine große Rolle spielen. Dementsprechend auch, was das Thema Contextual in CTV angeht. Ansonsten noch ein Wunsch, wenn ich mir auch etwas wünschen darf. Im Prinzip wünscht man sich so Kunden wie Easy hier repräsentiert, also die halt wirklich sehr, sehr proaktiv an das ganze Thema rangehen. Deshalb haben wir sie ausgewählt. Hervorragend gemacht. Ja. Und das ist genau das, wo wir auch wirklich aktiv mit all unseren Kunden dran arbeiten, dass man in den Austausch geht, dass man klar definiert, was sind deine Kriterien, gerade auch für Brand Suitability, weil Brand Safety, das ist, wie gesagt, schon mehr oder weniger gelernt. Und genau das ist das, wo wir auch weiter dran arbeiten werden. Ja. Würde im Umkehrschluss heißen, dass wir hier nicht den Querschnitt aus der Branche haben, sondern dass es auch noch genügend Kunden gibt, die sich da stärker annähern müssten, ja, dem ganzen Thema. Ich glaube, es ist immer eine Reise, auf der man sich befindet, ja, auf der wir uns alle befinden und genau. Prima. Also ich gucke auf die Uhr. Wir haben das Ende fast erreicht. Ihr habt noch eine Frage. Da fehlt der Vertreter wiederum jetzt von Alphabet oder Google. Wie schütze ich meine Investitionen in YouTube vor schädlichen Inhalten, gerade im Longtail? Schwer zu beantworten, aber auch YouTube bzw. alle bewegte Plattformen gehen stärker auch in Richtung Contextual Advertising. Da seid ihr mit involviert bei IAS. Also das muss man darauf achten und drängen sicherlich, dass da auch entsprechend diese Funktionen mit sowohl von YouTube als auch von anderen Bewegtbildanbietern integriert werden, damit man mehr Kontrolle hat? Genau, Arno, und da anschließend, also da wird es auch nächsten Monat genau so ein Announcement geben, um dieses Thema Multimedia-Klassifizierung greifbarer zu machen, ehrlicherweise dann auch entsprechend mit YouTube. Ja. Dann bleibt mir nur noch einmal euch natürlich zu danken, insbesondere hier, euch fürs aufmerksame Zuhören und ich will die Runde nicht schließen, bevor ich euch nicht die Antwort gebe auf die Eingangsfrage. Es ist tatsächlich so, und da haben wir einen totalen Konsens hier in dem Raum, der Publisher ist, so sehen es 33% von euch, also ein Drittel sind der Meinung, der Publisher ist derjenige in der Verantwortung, in erster Linie für Brand Safety, aber immerhin, dann kommt auch direkt mit 25% der Werbetreibende und die Mediaagentur mit 22% und die anderen unter ferner liefen. Also Publisher, Werbetreibende und dann Mediaagentur. Das ist sehr harmonisch gewesen hier. Hoffe, es war trotzdem informativ. Ich sage ganz herzlichen Dank, wünsche euch eine gute verbleibende Veranstaltung und sonst spätestens bis zum nächsten Jahr. Herzlichen Dank.